Suizidalität ein psychiatrischer Notfall? Unter der Suizidalität versteht man die Summe aller Aspekte und Kräfte, die einen Menschen zur Selbstvernichtung hin bewegen. Von der Suizidalität können wir die Suizidideen abgrenzen, bei denen es um eine gedankliche Auseinandersetzung mit der Selbsttötungsmöglichkeit geht. Suizidale Handlungen sind bewusst durchgeführte Akte der Selbstzerstörung, mit denen der Tod angestrebt wird. Suizidalität tritt in jeder Kultur und bisher zu jeder geschichtlichen Zeit auf. Im engeren Sinne handelt es sich nicht um eine Erkrankung, sondern um eine Wahlmöglichkeit, die jedem Menschen zusteht, der völlig frei entscheiden kann. In den meisten Fällen handelt es sich nicht um freie Entscheidung, sondern ist ein Ausdruck von einem tief empfundenen Leid. Der Begriff Freitod ist oft irreführend, denn die freie Wahl ist durch eine psychische Störung oft eingeschränkt und somit unfrei. Diese Menschen benötigen dringend psychologische und psychiatrische Hilfe. Die Suizidalität entwickelt sich oft in Stadien. Zunächst werden Suizidgedanken aktiv gesucht und die Möglichkeit in Betracht gezogen. Im Verlauf drängen sich diese Gedanken passiv auf. Suizidimpulse kommen zustande, können aber noch verdrängt werden. In dieser Phase der Ambivalenz wird der Suizid ernsthaft erwogen und der Gedanke und die Ambivalenz ist sehr quälend. Fällt die Ambivalenz weg, fühlt sich der Mensch erleichtert. Auf Außenstehende wirken diese über den Ding stehend leicht gelöst und locker. Dieses ist aber trügerisch und die Ruhe vor dem Sturm. Die Stadien nach Poldinger auf einen Blick. Erwägungsstadion gleich Suizidgedanken. Ambivalenzstadion gleich Suizidimpulse. Entschlussstadion suizidale Handlung. Wenn Sie die Kenntnis über Menschen mit einer akuten Suizidalität haben, müssen Sie zwingend ärztlich vorgestellt werden. Es ist ein Notfall. Dieses Video erklärt nur die Oberfläche zu diesem umfangreichen Thema. Es soll nur einen kleinen Einblick geben. Wenn Sie Kontakt oder Kenntnis davon erhalten, dass ein Mensch sich in Ihrer Umgebung sich das Leben nehmen möchte, holen Sie sich Hilfe. Bleiben Sie nicht mit der Information alleine.